Plätze. Ein Mann, acht Frauen jetzt. Hallo! So, die Staffelbilder sind festgehalten. Wir kommen zu zwei Siegerehrungen. 800 Meter beginnend. 30 Jugend und 16. Siegerin hier, das Nachwuchsteam aus Russland mit ihrer Athletin Anastasia Kuschneschkova. 2 Minuten 20. Auf Platz 2 knapp dahinter Johanna Behrens, 2:20:57. Und Platz 3 für Katharina Becker, GSV Saarbrücken. Herzlichen Glückwunsch an die Athletinnen der U16. Auf der Rundbahn die ersten 400 Meter absolviert. 72 Sekunden die Durchgangszeit. Nächste Siegerehrung. Nach der U16 kommen wir zu einer Klasse. U14. Siegerin hier. So, jetzt sind es drei Siegerinnen in der Altersklasse 14 über 800 Meter. Marie Katzmeier, 2:25. Platz 2 für Sarah von Malikot. Und dritter Platz, Janina Ruf, LAV Stadtwerke Tübingen. Herzlichen Glückwunsch an unsere jungen Mädels. Und wir gehen zurück auf die Rundfahrt in Führung. Ja, das Wetter ist super. Die Landesflaggen im Stadion, da sehe ich Kenia, Österreich, die Schweiz, Deutschland und die Tschechische Republik. Wehen jetzt ein wenig, aber trotzdem beste Bedingungen hier. Beim Meeting der krummen Strecken, die letzten 100 Meter für Laura Müller. 3 Minuten 10, das ist ihre Meldezeit. Die wird sie deutlich überbieten heute. Jawohl. Etwa 3:06. Und damit Siegerin des Laufwettbewerbs Nummer 6 über 1000 Meter. Es ist Kopfmann 1, wer Hunger und Appetit hat. Für alles ist gesorgt hier außerhalb der Rundbahn, an den Verkaufsständen, Getränke.